Nach den gefährlichen Abenteuern mit den Ginnigs und Mohas sind Jan Tenner und seine Freunde wieder in Westland. General Forbit widmet sich verstärkt dem Aufbau seines Weltraumprogramms, während Professor Futura, Jan und Laura ihre Experimente mit einem neuen Serum fortsetzen. Doch auch diesmal ist der Friede nur von kurzer Dauer. Ein alter, fast vergessener Gegner taucht wieder auf. Er schlägt unerbittlich zu, als Jan Tenner und Laura nach einem anstrengenden Arbeitstag bei einem Glas Wein in Lauras Wohnung zusammensitzen. Diese böse Überraschung, die ein neues dramatisches Abenteuer einleitet, ist Zweisteins Rückkehr. Ich glaube, es wird Zeit für mich, Laura. Morgen haben wir einen anstrengenden Tag vor uns. Ich habe dir erst die Hälfte meiner Gesteinssammlung gezeigt, Jan. Für heute ist es genug. Ich bin froh, wenn ich meinen alten Klapperkasten draußen noch angeworfen kriege. Hast recht. Die Arbeit im Institut war heute ganz schön anstrengend. Dann also bis... Nanu, es ist doch noch nicht Sendeschluss. Wir unterbrechen unser Programm für eine Sondermeldung. Oh nein! So hat es mit der Ginnig-Invasion auch angefangen. Wurde in Westland ein riesiges Raumschiff aufgetaucht. Auf Funkanrufe ein hat das... riesiges Raumschiff? Sei doch mal still. Im Augenblick nimmt das Schiff Kurs auf die Stadt Greyville. Greyville? Ach, herrje. Und der Luftwaffe in wenigen... Wieso ist der Empfang plötzlich gestört? Das kann ich euch sagen, meine lieben Freunde. Zweistein? Das glaube ich nicht. Aber... Wie kann er denn so einfach in meinem Zimmer sein? Aus dem Nichts aufgetaucht? Oh, meine liebe Freundin. Sie haben meine Fähigkeiten anscheinend immer noch nicht begriffen. Es gibt nichts, was Zweistein nicht kann. Was ist das für ein Flimmern um Sie herum? Ein Energiefeld, das ich mit einem der Knöpfe meines Multifunktionsgürtels steuern kann, verehrte Laura. Mit ihm kann ich mich teleportieren, wohin ich will. Wie die Ginnigs? Genau, liebste Laura. Oh, ich habe mit großem Vergnügen verfolgt, wie die kleinen Burschen sie in Bedrängnis brachten. Sie haben sich ja vielleicht in Schale geschmissen. Je, eine silbrige Kombination. Schwarze Hochglanzstiefel, goldene Epauletten. Mr. Tenner, vor Ihnen steht der zukünftige Herrscher der Welt. Glauben Sie das immer noch? Das werden Sie niemals sein. Ruhig, Laura. Zweistein, wir dachten, Sie wären im dunklen Imperium verschollen. Verschollen? Ich? Sie machen Witze, Tenner. Wer zur Herrschaft über das Universum geboren ist, findet immer einen Weg zurück. Und ich bin mächtiger als je zuvor. Dann gehört das riesige Raumschiff, von dem Sie im Radio gemeldet haben, Ihnen? Nicht nur das Raumschiff. Ich habe Zeit genug gehabt, mir eine Sternenbastion zu schaffen, gegen die die Erde ein Nichts ist. Was wollen Sie dann noch von uns? Gehen Sie zu Ihrer Bastion zurück und lassen Sie uns in Ruhe. Oh, liebste Laura, wer erinnert sich nicht gerne an seine alten Freunde? Ich hatte ganz einfach Mitleid mit Ihnen. Auf dieser alten Erde, da verkommen Sie doch nur. Lassen Sie die Katze aus dem Sack, Zweistein. Was wollen Sie wirklich von uns? Ich werde Ihnen einen kleinen Urlaub verschreiben. Einen Urlaub auf Lebenszeit auf einem wundervollen Planeten im Sternbild Orion. Dort werden Sie sich wohlfühlen wie ein junges Paar auf einer einsamen Südseeinsel. Danke, Zweistein. Wann und wo wir uns wohlfühlen wollen, das entscheiden wir lieber selber. Sie verstehen mich nicht richtig. Wir verstehen Sie ganz genau, Zweistein. Weil wir Ihren wahnsinnigen Plänen im Weg sind, wollen Sie uns entführen. Ich bewundere Ihre Kombinationsgabe, Mr. Tenner. Aber aus diesem Plan wird nichts. Zurück, Tenner! Ich warne Sie nur einmal. Was tust du, Jan? Ihm die Lektion verpassen, die er längst verdient hat. Zurück! Pass auf, Jan! Er drückt auf einen Knopf seines Gürtels. Soll er doch! Das Energiefeld verändert sich. Du läufst hinein! Warum hören Sie nie, wenn ich Ihnen etwas sage? Was ist mit dir, Jan? Bist du verletzt? Es geht schon wieder. Vorsicht, die Steine! Es war, als ob ich in ein Starkstromfeld gelaufen wäre. Ich habe mir nur erlaubt, meinen Energieschirm auf Abwehr zu schalten. Und sehen Sie, was ich jetzt tue? Sie werden es uns sicher gleich sagen. Was machst du mit meinen Steinen, Jan? Tuscheln Sie nicht! Dieser Knopf hier, ein kurzer Druck und das Feld
bläht sich auf. Oh, es hüllt uns ein. Und trägt euch fort. Mit mir in mein Flaggschiff. Und auf eine Reise ohne Wiederkehr. Die vertraute Umgebung verschwindet vor Jans und Lauras Augen. Als sie wieder zu sich kommen, finden sie sich gelähmt in Zweisteins Raumschiff wieder, das sofort startet und im Weltraum verschwindet. Am nächsten Tag wartet Professor Futura in seinem Forschungsinstitut vergeblich auf die beiden. Als er sie auch telefonisch nicht erreichen kann, ahnt er Schlimmes. Er fährt zu Lauras Wohnung, die er verlassen vorfindet. Sofort alarmiert er General Forbit. Professor Futura! Endlich kommen Sie, General. Hier bin ich, im Wohnzimmer. Tag, Professor. Nanu, seit wann hören Sie sich dieses Gejaule an? Wenn Sie das Radio meinen, das war an, als ich hereinkam. Merkwürdig. Auf dem Tisch stehen noch halbvolle Gläser. Und Teile von Lauras Gesteinssammlung liegen herum. Sie hätte ihre Wohnung nie verlassen, ohne sie vorzuräumen. Hm. Zwei Gläser. Laura hatte also noch Besuch. Ah, wahrscheinlich Jan. Der Teppich ist verschoben, der Tisch auch. Es sieht fast aus, als hätte ein Kampf stattgefunden. Denken Sie an Einbrecher? Jan hätte jeden Banditen im Handumdrehen unschädlich gemacht. Die Steine. Was ist mit Ihnen, Professor? Sehen Sie, sie scheinen nur auf den ersten Blick wahllos auf dem Tisch zu liegen. Wenn man aber genauer hinsieht... Richtig! Da liegen zwei aufeinander. Zwei Steine. Professor... Sie meinen doch nicht... Zwei Steine, General. Der eine ist nicht von selbst auf den anderen gehüpft. Zwei Steine? Und da sieben Steine, die genauso angeordnet sind wie das Sternbild Orion. Langsam, Professor, das muss ich erst verdauen. Es ist eine Nachricht, General. Zwei Steine muss hier gewesen sein. Denken Sie doch an das Raumschiff, das in der Nacht über Westland erschien. Dann hätte Zwei Steine also Jan und Laura aufgesucht und entführt. Ich fürchte, das ist die einzige logische Erklärung für Ihr Verschwinden. Und wir glaubten, wir wären ihn endgültig los. Es ist Jan oder Laura noch gelungen, uns mitzuteilen, dass Zweistein sie zum Orion bringen wollte. Nur leider besteht das Sternbild aus sieben Sonnen. Und wir haben keine Ahnung, zu welcher von ihnen er sie verschleppt hat. Wir werden es herausfinden, Professor. Kommen Sie, der Silbervogel ist startklar. Wir fliegen eine Sonne nach der anderen ab. Ich weiß nicht... Was zögern Sie? Jeder Moment kann über Leben und Tod von Jan und Laura entscheiden. Kommen Sie schon! Nur wenig später starten General Forbit und Professor Futura mit dem Silbervogel ins Weltall. Nachdem sie drei Sonnen des Orion-Sternbildes vergeblich nach Planeten abgesucht haben, bringt die vierte endlich den gewünschten Erfolg. Drei Planeten hat diese Sonne. Und der mittlere ist eine Sauerstoffwelt. Die anderen beiden sind für Menschen absolut tödlich, Professor. Danke, Mimo. Dann kommt nur dieser eine in Frage. Wir gehen in die Umlaufbahn, Mimo. Was sagt die Energieortung? Anflug eingeleitet, General. Die Energieortung zeigt nichts an. Der Planet ist anscheinend ohne fortgeschrittene Zivilisation. Korrektur, ich empfange schwache Signale. Sind es Funksprüche an uns gerichtet? Nein, aber ich registriere sehr schwachen Funkverkehr und Energieentfaltung auf der Oberfläche des Planeten. Wir haben ihn jetzt groß auf dem Bildschirm. Ich kann keine Städte entdecken. Die Signale sind sehr schwach, wie ich schon sagte. Moment, jetzt kann ich einzelne herausfiltern. Kannst du sie entziffern? Ich brauche noch etwas Zeit, General. Sie sind fremdartiger als alles, was ich bisher empfangen habe. Aber eine Stadt oder mehrere müsste man doch sehen. Ich werde den Silbervogel in der Nähe der Impulsquellen landen, Professor. Der Planet besteht fast nur aus Dschungel und Ozeanen. Aber der Urwald ist ein gutes Versteck. Das schon.
Aber wenn ich daran denke, was da alles herumkriecht... Wir sind gut ausgerüstet, General. Ich leite die Landung ein. Es gibt übrigens auf dem ganzen Planeten nur diese eine Stelle, wo Energie erzeugt und verbraucht wird. Hoffentlich ist es Zweisteins Versteck. Wir sind gleich soweit, Mimo. Ach, diese Raumanzüge sind so unbequem wie Zwangsjacken. Die Anzüge schützen Sie aber gegen giftige Insekten, General. Schon gut. Warum haben wir bloß kein Flugserum dabei? Sie waren es doch, der so übereilt aufbrechen wollte, General. Ich hatte ja keine Zeit mehr, zum Institut zu fahren. Im Übrigen haben wir Düsenpakete. Wir können also genauso gut fliegen wie mit dem Serum. Wie weit ist es denn bis zur Energiequelle, Mimo? Etwa 10,3 Kilometer. Ich habe inzwischen einzelne Symbole der fremden Sprache entschlüsselt und in ihre Logiktransformer eingegeben. Danke. Dann werden die Geräte den Rest selbst schaffen. Öffne uns bitte die Schleuse. General, ich schalte den Schutzschirm ein und nur auf Ihr Funksignal wieder aus. In Ordnung, Mimo. General, kommen Sie. Zünden Sie Ihr Düsenpaket. Das nenne ich moderne Technik. Ein Druck auf den Knopf. Und schon sind wir hoch über dem Dschungel. Fliegen Sie nicht so hoch. Wollen Sie, dass wir geortet werden? Gut gesagt, Professor. Tiefer geht's doch kaum. Dicht unter uns tobt und kreischt es in den Wipfeln der Urwaldriesen. Affen, Vögel und sogar winzige Saurier. Naja, wirklich eine erstaunliche, eine interessante Welt. Noch 5 Kilometer bis zu der seltsamen Energiequelle. Dort vorn hört schon der Dschungel auf. Eine weite Ebene beginnt. Sieht aus wie gerodetes Gelände. Professor, ein Schwarm kleiner Flugsaurier greift an. Nein, nehmen Sie die. Sie sind 10-mal größer als Fledermäuse. Wir müssen schneller fliegen. Es werden immer mehr. Ich werde sie uns mit der Strahlenpistole vom Leib halten. Nicht schießen. Denken Sie an die Energiequelle. Man wird uns sofort orten. Wollen Sie sich lieber zerfleischen lassen? Die Biester haben uns gleich erreicht. Was ist das? Aus der Ebene fliegt uns etwas entgegen. Ein Insektenschwarm. Es müssen riesige Brummer sein. Das sind keine Insekten, General. Das sind Flugzeuge. Winzige Düsenjäger. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein, sehen Sie, General. Sie eröffnen das Feuer auf die Flugsaurier. Das ist alles nur ein Traum, oder? Ein sehr lebendiger Traum, General. Die Düsenjäger vertreiben die Saurier. Einige haben sie getroffen und getötet. Aber jetzt kommen sie zurück und greifen uns an. Unsere Anzüge haben, Gott sei Dank, Projektoren für Schutzschirme. Schalten Sie ein, General, schnell. Schon passiert, Professor. Die Laserstrahlen verpuffen in unseren Schirmen. Die Flugzeuge drehen ab. Die fliegen zur Mitte der Ebene. Ach, mir ist ganz heiß geworden. Glauben Sie mir nicht? Die Jäger scheinen zu landen. Professor! Himmel, was ist das? Eine Stadt. So klein wie auf einer Modelleisenbahnanlage. Kein Wunder, dass wir sie vergeblich gesucht haben. Ich frage mich nur, wer lebt darin? General, schauen Sie. Neben der Stadt stehen 2 Menschen. Sie werden von den Düsenjägern angegriffen. Sie winken uns. Das sind Jan und Laura, Professor. Musik.
Mit höchstem Schub ihrer Düsenpakete jagen General Forbit und Professor Futura auf die Stadt und ihre bedrängten Freunde zu. Während des Fluges stellen sie fest, dass der Vergleich der Stadt mit der auf einer Modelleisenbahnanlage stimmt. Sie breitet sich über viele Quadratmeter aus und ist einer supermodernen Metropole auf der Erde vergleichbar. General! Professor! Wir kommen, Jan! Die beiden haben Energieschirme, aber keine Raumanzüge. Was soll das denn nun wieder bedeuten? Auf jeden Fall halten die Schirme die wütenden Angriffe der Mini-Flugzeuge ab. Schauen Sie mal nach unten, General. Heiliges Kanonenrohr. Richtige Straßen. Mit winzigen Autos und... Da bewegen sich auch kleine Wesen. Ich hätte es ahnen müssen. Insekten. Wir haben es mit einer Ameisenzivilisation zu tun. Professor! General! Unsere Schutzschirme brechen gleich zusammen. Nur noch ein paar Meter. Hinter uns steigt schon wieder eine Jägerstaffel auf. Die starten einen neuen Angriff. Schießen Sie um Himmels Willen nicht, General. Wir nehmen Jan und Laura und fliegen schnellstens zurück zum Silbervogel. Zuerst müssen wir unsere Schutzschirme abschalten, sonst verbrennen wir darin. Alles klar, General. Wir haben verstanden. Wir schalten unsere Schutzschirme ab. Aber gnade uns Gott, wenn die Angreifer auch nur einen Treffer landen. Sie halten uns für Feinde. Wenn wir ihnen nur sagen könnten, dass wir nichts von ihnen wollen. Ist nicht mehr nötig. Sie ziehen sich zurück. Alle. Schnell, bevor sie sich's wieder anders überlegen. Hier, meine Hand, Jan. General, nehmen Sie Laura. Kommen Sie, Laura. Und ab mit Vollschub. Die Freunde erreichen sicher ihr Raumschiff. Auf Futuras Signal öffnet Mimo den Energieschirm und schließt ihn sofort wieder, nachdem die vier in der Zentrale sind. Die beiden Entführten berichten, was in Lauras Wohnung vorgefallen ist. General Forbit will nicht glauben, über welche fantastischen neuen Möglichkeiten der wahnsinnige Zweistein verfügen soll. Wenige Minuten später wird er eines Besseren belehrt. Wenn das stimmt, was Sie sagen, und Zweistein über eine gewaltige Sternbastion verfügt, dann... Dann ist die Erde wieder einmal in höchster Gefahr, General. Zweistein hat uns nun alle vier aus dem Weg. Wenn er jetzt die Erde angreift... Na, mit dem Silbervogel sind wir in ein paar Stunden wieder in Westland. Das glauben Sie doch nicht im Ernst, General. Zweistein, in unserer Zentrale. Aber niemand kann sich durch einen eingeschalteten Schutzschirm teleportieren. Zweistein kann es, General. Und kommen Sie lieber nicht auf den Gedanken, ihn anzugreifen. Seine Hand ist wieder auf den Knöpfen dieses teuflischen Gürtels. Gut beobachtet, verehrte Laura. Dieser Gürtel ist die absolute Waffe. Eine Demonstration gefällig. Nur ein Knopfdruck und ein roter Energiestrahl schießt aus dem Gürtel. Die Wand der Zentrale ist explodiert. Was haben Sie angerichtet, Sie Ungeheuer? Nichts, was nicht schnell wieder repariert wäre. Denn schließlich wird in spätestens 5 Minuten dieses Raumschiff allein mir gehören. Jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Ohne Mimo kann niemand das Schiff fliegen. Und Sie wären der Letzte, dem er gehorchen würde. Richtig. Sie haben es ja schon mal versucht. Liebste Laura, die Zeiten, in denen Sie mir überlegen waren, sind vorbei. Sie vier, meine gefährlichsten Gegner, sind ausgeschaltet. Schachmatt. Mein kluger Plan ging auf. So? Sie wussten also, dass wir nach Jan und Laura suchen würden? Ja, aber natürlich, General. Ich sah, dass Jan eine Nachricht hinterlassen hat. Ich habe ihm sogar Zeit dazu gelassen. Sie Teufel! Aber nun Schluss mit dem unnützen Gerede. Sie, Jan und Laura, haben von mir Schutzschirme bekommen, bevor ich sie hier aussetzte. Sie haben sich gefragt, warum? Allerdings haben wir das. Na, damit die tüchtigen Insekten sie nicht gleich umbringen. Sie vier, Sie sollen auf eine andere Weise sterben. Aber vorher werden Sie sehen, womit ich mir die Erde unterwerfe. Halunke, wahnsinniges Monster! Ich habe auf dieser Welt nicht nur Sie ausgesetzt, sondern auch eine von mir gezüchtete Lebensform. Da bin ich aber gespannt. Diese reizenden Tierchen, General, sind äußerst gefräßig und vermehren sich so stark, dass sie nach meinen Berechnungen innerhalb von nur 2 Tagen diesen ganzen Planeten kahl gefressen haben werden. Sie meinen,
Alle Pflanzen? Bis auf die Kruste. Alles. So etwas kann sich nur Ihr krankes Gehirn ausdenken, Zweistein. Oh, Sie brauchen keine Angst zu haben. Menschen und Tiere mögen meine Züchtungen ja nicht. Wenn es keine Pflanzen mehr gibt, sterben sie. Und nach ihnen natürlich alles andere. Also wir? Ob zuerst Sie oder die Ameisen oder die anderen Tiere verhungern, ist eine interessante Frage. Aber für mich ist nur wichtig, wie schnell meine Züchtungen arbeiten. Es ist ein Test für Ihren Einsatz auf der Erde. Ich werde Ihnen den Hals umdrehen. Sie werden nichts, mein Lieber. Und nun darf ich mich verabschieden, übrigens. Meine Züchtungen sind völlig immun gegen Bekämpfungsmittel und Waffen jeder Art. Hier kommen Sie nicht raus. Meinem Strahler widersteht Ihr Schutzfeld nicht. Nicht, General! Ich warne Sie! Ah! Mein Gürtel kann noch mehr Schmerzstrahlen aussenden. Oder genügt Ihnen die Kostprobe? Ich fühle mich wie durch einen Fleischwolf gedreht. Nun werde ich Sie vier aus dem Silbervogel entfernen. Machen Sie sich keine Sorgen um Mimo und mich. Mimo gehorcht Ihnen nicht. Tenner, Sie sind ein Narr. Auf Nimmerwiedersehen, meine lieben alten Freunde. Nein! Wir lösen uns auf! Wo sind wir? Am Rande des Dschungels. Zweistein hat uns mit einem Druck auf seinen Gürtelknopf aus dem Silbervogel hierher gebeamt. Unglaublich. Eine super Technik. Machen Sie sich keine Gedanken über Zweisteins Technik, General, sondern lieber darüber, wie wir überleben. Das ist der Silbervogel. Er startet. Jetzt sind wir abgeschnitten und verloren. Ich Hornochse. Wie bitte, General? Ich habe Oberst Thele erst kürzlich verboten, uns mit den neuen Raumschiffen zu folgen, auch wenn wir uns längere Zeit nicht melden. Also wird uns niemand suchen. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Zweistein hat es tatsächlich geschafft. Mimo gehorcht ihm. Er ist mächtiger denn je. Gnade Gott der Erde, wenn er wirklich diesen teuflischen Plan ausführt. Was ist das? Das hört sich an wie Nilpferde oder wie Kraken, wenn sie schmatzen. Du lieber Himmel. Sehen Sie doch nur, dort, rechts am Urwaldrand. Zweisteins Geschöpfe, meterdicke Kugeln, die dicht über dem Boden schweben. Aber auch zwischen den Baumwipfeln. Sie fressen wirklich alles kahl. Riesiges Kanonenrohr. Ihre ganze Unterseite besteht aus einem riesigen Maul. Es bewegt sich so schnell, als sei es eine Maschine. Alles Fresser, reine Fress- und Verdauungsorganismen. Und sie wachsen, während man sie anschaut. In der kurzen Zeit haben sie schon eine riesige Bresche in dem Dschungel gefressen. Diesmal hindert mich niemand am Schießen. Zweistein hat vergessen, mir den Strahler abzunehmen. Ich fürchte, es war Absicht, General. Er will uns beweisen, dass seine Kreaturen unangreifbar sind. Das werden wir sehen. Umsonst, General. Ihre Schüsse machen Ihnen nichts aus. Verdammt und zugenäht. Wie kann man die Biester denn dann noch stoppen? Da kommen die Kampfmaschinen der Ameisen. Die schießen! Auch ohne Erfolg. Die Ameisen sind wie wir in ihrer Existenz bedroht. Wenn ihr Planet kahl gefressen ist, müssen sie sterben. Vielleicht können wir uns mit ihnen verbünden und nach einem Ausweg suchen. Aber wie? Sie halten uns für Riesen, die ihre Welt bedrohen. Sonst hätten sie Jan und mich nicht sofort angegriffen. Aber als wir kamen, zogen sie sich plötzlich zurück. Und zwar, als sie sagten, dass wir nicht ihre Feinde wären. Professor... Sie hatten die ganze Zeit den Logiktransformer eingeschaltet. Den Mimo schon mit Sprachelementen der Ameisen gefüttert hatte. Jawohl, Professor. Sie meinen, die Ameisen haben mich verstanden? Nun, das könnte die Erklärung für ihren Rückzug sein. Aber jetzt sind sie uns mit ihrem verzweifelten Beschuss der Allesfresser-Ballons gefährlich nahe. Wir müssen alles auf eine Karte setzen. Der General und ich haben noch unsere Raumanzüge und die Logiktransformer. Das muss für uns reichen. Kommen Sie, Jan, Laura, halten Sie sich an uns fest. Wir fliegen zur Stadt der Insekten. Musik.
Kurz darauf landen die Freunde dicht vor der Ameisenstadt. Sofort steigen Kampfjägerstaffeln auf, doch sie eröffnen kein Feuer. Professor Futura versucht, die Piloten über den Logiktransformer zu erreichen. Und wirklich, es gelingt ihm eine Verständigung. Futura teilt den Insektenwesen mit, was Zweistein getan hat, und bittet sie um ihr Vertrauen. Die Düsenjäger der Ameisen kurven immer noch herum, Professor. Können Sie den kleinen Burschen nicht sagen, dass es uns nervös macht? Schon geschehen, Jan. Übrigens landet gerade die Ameisenkönigin auf meinem Arm. Ihre Königin? Hier, da ist sie. Du lieber Gott, gerade so groß wie ein Zigarettenstummel. Meine Offiziere haben mich benachrichtigt, fremde Riesen. Ich weiß von der Gefahr, die meinem Volk den Zarthas droht. Aber wir sind machtlos. Wir auch, Königin. Wir hatten gehofft, dass ihr noch über andere Mittel verfügt, als über die Strahlenkanonen eurer Jäger. Vielleicht Gift? Wir haben ein Gift und schon versucht, die Ballons damit anzugreifen. Aber es gelingt uns nicht, unsere Beißzangen in ihre Haut zu schlagen. Ich verstehe, die Haut ist zu dick. Die Allesfresser sind schon dicht vor der Stadt. Entsetzlich. Hinter ihnen wächst kein Grashalm mehr. Sie haben sich unglaublich schnell vermehrt. Kein Wunder. Sie wachsen bis zu einer bestimmten Größe, dann teilen sie sich. Tatsächlich. Da ist es gerade passiert. Und da... Das ist das Ende meines Volkes. Laura, die Dinger scheinen uns für Pflanzen zu halten. Sie schnappen nach uns. Weg hier! Komm in meine Hand, Königin. General! Haben Sie sich verletzt? Jan, hilf ihm! Mein Bein! Dieser verdammte Ballon zieht mein Bein in dein Maul! Warten Sie, General! Ich springe auf ihn! Ich werde ihn ablenken! Die Düsenjäger sollen sofort die Angriffe einstellen, Königin! Sonst treffen Sie Jan und den General! Das Biest saust wie eine Rakete in die Höhe, Jan! Es hat keinen Sinn! Springen Sie ab! Jan, so tu doch was! Ich lasse Sie nicht im Stich, General! Vielleicht bringe ich diese verdammte Lederhaut zum Platzen! Mein zweites Bein hat es auch im Maul! Halten Sie aus, General! Der Ballon sinkt wieder! Da, du Kugelmonster! Ich kriege keine Luft mehr! Es zieht mich tiefer! Nicht aufgeben! Wir sinken schneller! General! Genau auf einen Ameisenwolkenkratzer mit einer Fahnenmastspitze. Mein Oberkörper. Durchhalten, General. Das Biest wird schwächer. Wir schaffen es. Allesfresser ist zerplatzt wie ein Luftballon, Professor. Jan und der General sind mitten in die Stadt gestürzt. General Torbert scheint unversehrt. Entweder hat ihn sein Raumanzug vor den Verdauungssäften des Ballons geschützt, oder... Oder Zweistein sagte ausnahmsweise die Wahrheit. Und die Biester können wirklich nur Pflanzen fressen. Da! Jan steht auf! Oh, meine Knochen. Kommen Sie, General. Alles okay? Ich kann allein aufstehen. Von wegen. Sie knicken ja schon beim ersten Schritt ein. Kommen Sie, ich trage Sie. Es sind ja nur zum Glück ein paar Meter bis zum Stadtrand. Meine schöne Stadt. Es tut mir leid, Königin, dass durch den Absturz so viele Straßen und Gebäude verwüstet wurden. Hoffentlich sind keine deiner Untertanen umgekommen. Wir Zarthas sind sehr schnell. Sie haben sich bestimmt in die Außenbezirke gerettet. Jetzt lassen Sie mich gefälligst herunterjagen. Ich habe meinen Körper wieder unter Kontrolle. Dann bücken Sie sich. Schnell, bevor Sie wieder von einem der Biester geschnappt werden. Schon wieder zwei. Zur Seite! Gott sei Dank, Sie sind vorbei. Aber mein Gott, der Dschungel! Er ist weg. Unfassbar. Nur noch kahles Land, soweit das Auge reicht. Es wird keine zwei Tage dauern, bis der ganze Planet eine Öde ist. Wir sind verloren. Endgültig. Lasst mich zurück zu meinem Volk. Ich will mit ihm zusammen sterben. So weit ist es noch nicht, Königin. Hast du eine Idee, Jan? Ja, sie könnte funktionieren.
Als diese Fresskugel in die Mastspitze sank, ist sie zerplatzt. Das haben wir gesehen. Das bedeutet, dass ihre Haut doch nicht unverwundbar ist. Wenn die Ameisen so groß wären, dass sie ihre Beißzangen tief genug in die Balance hineinschlagen könnten... Ich verstehe, was Sie meinen, Jan. Aber ohne das Bordlabor des Silbervogels habe ich keine Möglichkeit, ein Serum herzustellen, das Wesen um das Hundertfache wachsen lässt. Sie nicht, Professor. Aber die Ameisen vielleicht. Die haben doch auch Wissenschaftler. Genau, Professor. Wenn Sie ihnen das Rezept für das Serum mitteilen würden, könnten Sie es vielleicht selbst herstellen. Rezept ist gut. Königin, was sagst du dazu? Wir haben tüchtige Wissenschaftler. Sagen Sie mir, was Sie tun müssen. Professor Futura erklärt genau, wie das benötigte Serum zusammengesetzt ist. Die Ameisenkönigin wiederholt seine Anweisungen, dann fliegt sie in ihre Stadt zurück. Es vergehen einige Stunden. Als die Freunde schon die Hoffnung aufgeben wollen, steigen über der Stadt plötzlich riesige Ameisenschwärme auf. Minuten später beginnen die Insekten, um das Hundertfache zu wachsen und über den ganzen Planeten auszuschwärmen. Zata, die Ameisenkönigin, kommt zu den Freunden zurück. Das sind Millionen! Sie verdunkeln den Himmel! Es ist, als wäre es plötzlich Nacht! Unsere Wissenschaftler haben nur einem kleinen Teil meines Volkes das Serum gegeben. Ein kleiner Teil? Na, mir genügt es. Ich fürchte, sie treiben den Teufel mit Beelzebub aus. Professor, diese Mengen von Riesenameisen haben auf dem Planeten gar keinen Platz mehr. Von uns ganz zu schweigen. Irrtum, General. Nach spätestens 3 Stunden schrumpfen die Zatas wieder auf ihre normale Größe. Bis dahin müssen sie die Fressbalance bis auf den letzten vernichtet haben. Die ersten Riesenameisen greifen die Allesfresser an. Sie schlagen ihre Beißzangen in die Lederhaut. Es klappt. Die Balance platzen. Einer nach dem anderen. Professor, wir sind gerettet. Hoffentlich haben wir keinen Fehler gemacht. Die Zatas werden immer wilder. Dass das Serum sie nicht nur vergrößert, sondern auch zu reißenden Bestien gemacht hat. Die auch bei uns nicht halt machen werden? Wir wissen nur, wie das Serum bei Menschen wirkt. Professor, warum so schwarz sehen? Mein Volk wird euch nichts tun, solange ich bei euch bin. Es wird um den ganzen Planeten herumjagen, bis ihr von der furchtbaren Plage befreit ist. Die Zatas verschwinden am Horizont. Wir können nichts tun, wir müssen warten. Es sind schon über 2 Stunden vergangen. Die Schwärme müssten allmählich zurückkehren. Da kommen sie schon. Sie sind immer noch riesengroß. Und genauso wild wie vorhin, als sie sich auf die ersten Ballons stürzten. Königin, du bist wirklich sicher, dass sie dir gehorchen? Ich habe Angst. Ich spüre, dass mein Volk mir fremd geworden ist. Ich wusste es ja, jetzt sind wir dran. Aber kampflos kriegen die Insekten mich nicht. Weg mit dem Strahler, General. Sind Sie verrückt geworden? Sie machen die Ameisen nur noch wilder. Ja, die Zatas greifen an. Königin, versuche sie aufzuhalten. Sie hören nicht mehr auf mich. Das Serum hat sie zu Ungeheuern gemacht. Und es gibt keinen Ort, wohin wir fliehen könnten. Verdammtes Höllenpack! Ich werde... Was ist das? Die Zatas drehen ab. Sie stürzen sich auf ein Raumschiff. Das ist Zweistein. Er kommt mit dem Silbervogel zurück. Seine Kreaturen haben versagt. Jetzt will er uns selbst töten. Das Schiff will landen. Die Riesenameisen greifen es wütend an. Da, noch ein zweites Schiff. Jetzt sehe ich, das eine ist der Silbervogel und das andere... Heiliges Kanonenrohr, die Westland, mein Flaggschiff. Was ist plötzlich mit den Zatas los? Es werden immer weniger. Nein, Laura, sie schrumpfen. Sie schrumpfen wieder auf ihre Normalgröße und wahnsinnig schnell. Kannst du dein Volk wieder erreichen, Königin? Ja, sie gehorchen mir wieder. Sie werden zur Stadt zurückfliegen. Na, das war ja im letzten Moment. Die Schiffe sind gelandet. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet.
Hier Oberst Taylor mit der Westland und dem Silbervogel. Kommen Sie bitte an Bord des Silbervogels. Ich öffne die Schleuse. Kurz darauf befinden sich die Freunde in der Zentrale ihres Raumschiffes und erleben eine böse Überraschung. Nemo ist nicht mehr an Bord. Während draußen die Ameisenschwärme unter der Führung ihrer Königin mit dem Wiederaufbau ihrer Stadt beginnen, berichtet Oberst Taylor seinem General, wie er bei einem Manöver im Orion-Sektor auf Zweistein stieß, ihn vor seiner neuen Sternenbastion abfangen und ihm den Silbervogel abnehmen konnte. Zuerst dachten wir natürlich, Sie vor uns zu haben, Sir, bis Zweistein auf unsere Anrufe mit der Laserkanone antwortete. Diese Halunke! Aber sagen Sie, wie konnten Sie ihn in die Flucht schlagen? Wir waren mit allen 5 neuen Schiffen zum Orion aufgebrochen, Sir. Die anderen 4 warten im Orbit um diesen Planeten. Ich hatte Ihnen verboten! Ihnen zu folgen, Sir. Aber Sie hatten kein Manöver verboten. Das ganz zufällig in diesem Raumsektor stattfinden musste. Wie gut, wenn wir Oberst Taylor nicht hätten. Naja. Dank unserer Übermacht konnten wir Zweistein zur Flucht zwingen. Ich nehme an, dass auch Mimo uns geholfen hat, indem er Zweisteins Befehle sabotierte. Der arme Mimo. Was mag Zweistein mit ihm vorhaben? Er kündigte vor seiner Flucht an, dass er ihn ausbauen und mit in seine Bastion nehmen würde. Und er sagte noch, wir würden Mimo eines Tages zurückbekommen, aber als umprogrammierte, schreckliche Waffe. Gerade ist sein teuflischer Plan gescheitert und schon droht der Erde eine neue Gefahr. Und ausgerechnet durch Mimo. Wir fliegen sofort zurück. Oberst, stehen Sie stramm. Jawohl, Sir. Ich wusste, dass Sie ein guter Mann sind. Mein Verbot dient auch nur dazu herauszufinden, ob Sie in kritischen Situationen die nötige Eigeninitiative aufbringen. Also das ist ja wohl der Gipfel. General, also wirklich. Ich verschluck mich mal vor Lachen. Zum Lachen sollte uns eigentlich nicht zumute sein, wo wir unseren Freund Mimo verloren haben. Ohne ihn haben wir es schwer, den Silbervogel zurückzufliegen. Aber wir werden es schaffen. Und wir bekommen Mimo wieder. Unversehrt. So wahr ich Jan Tenner heiße. Die Freunde verabschieden sich von den Zatas und ihrer Königin. Kein einziges von Zweisteins Kunstgeschöpfen hat den Angriff der Zatas überlebt. Die Königin bedankt sich bei den Freunden für die Rettung ihres Planeten, der bald wieder ein grünes Paradies sein wird. Am nächsten Tag landen alle 6 Raumschiffe in Westland. Doch Zweistein hat nicht geblufft. Er verfügt über eine unglaubliche Macht. Das nächste spannende Abenteuer Jan Tenners übertrifft alles bisherige, denn es erscheint Mimo der Rächer.